geschafft. Mann, bin ich froh. Und die Möhren? Keine Lust mehr. Keine Lust. Nach Lust geht's nicht. Dann mach mal, mach mal. Kriegst du auch einen Zuschlag zum Taschengeld, hm? Da kannst du die Möhren auch kaufen. Komm, ich mach mit. 1, 3 fix und wir sind fertig. Moment mal, Jens. Nicht einfach nach Schnauze. Ich hol die Richtschnur. Geht auch mit dem Spatenstiel, die wollen ja nicht zur Armee. So, ich setz Teewasser auf. Und du hilfst Birgit, kleines Faultier. Komm. Wo ist denn wieder die Richtschnur? Also nie liegen die Dinge da, wo sie hingehören. Ist es denn so schwer, ein bisschen Ordnung zu halten? Lass es doch nicht immer fallen, wenn es nicht mehr braucht. Es hat doch alles... Alles seinen Platz. Genau. Meine tägliche Rede, Manfred. Ja, ja. Ja, ja, ich weiß, das geht auch auf mich. Ich suche es nicht. Nicht zu dicht, Jens, und nicht zu tief. Möhren brauchen... Fingerspitzengefühl, ich weiß. Naja, wenn ihr alles schon wisst... Na, Ilona ist uns damit schon auf den Wecker gefallen. Gefunden. Steck dir in deiner dicken Jacke, Manfred, mit einer leeren Erbsentüte. Ah, ja. Die Palerz. Dabei hat alles seinen Platz. Der Kuchen schmeckt aber gut. Das macht die Bewegung und die frische Luft. Wie viel kriege ich denn nun zusätzlich, Manfred? 2 Mark. Und auch nur, weil Mutti Geburtstag hat. Mehr nicht? 2 Mark für jeden. Sind 6 Mark für mich? Ich verzichte. Bitte? Keinem wird Geld aufgezwungen. Na, da ist ja das halbe Geschenk von dir. Außerdem gehört der Garten allen und da müssen alle arbeiten. Bravo, Jens. Ich nehme es. Ich auch. Kannst du mir gleich die 2 Mark von Jens mitgeben? Nee, so nicht. Was wünschst du dir denn eigentlich, Mutti? Oh, irgendwas Hübsches. Etwas, woran ich Freude habe. Aber keine Wickelschürze. Und keinen Kochtopf. Nicht unbedingt. Etwas wird euch schon einfallen. Und Frau Dr. Müller kommt. Claudia? Was ist denn passiert? Mein Großvater, Opa Teuholz, ist gestorben. Weißt du noch, wie ich zum ersten Mal hierher kam, wir den Zirkuswagen entdeckten? Tja, plötzlich hattest du einen Großvater. Gestern war ich noch bei ihm. Er freute sich auf die warme Jahreszeit. Seinen Garten, den Zirkuswagen, sein Sommerquartier. Und nun hat er sich plötzlich davon gemacht. Einfach so. Weißt du, er hatte ein schönes, erfülltes Leben. Und der Tod ist auch sanft mit ihm umgegangen. Nur so unangemeldet. Gestern war er noch gesund und munter. Ja, du kannst das Ende nicht aussuchen. Wenn du meine Hilfe brauchst. Ja, ja. Die Adresse von dem Fiedler brauche ich. Er hatte ihm versprochen, bei seiner Beerdigung zu spielen. Tante Kalkraut hat die Adresse. Ich besorge sie dir. Danke. Und seinen Zirkuswagen hat er mir ins Herz gelegt. Ich soll ihm einem nützlichen Zweck zuführen. Etwas Besonderes soll da rein. Auch heute bleibt mir die Sondersprechstunde nicht erspart. Da hat sich ja was eingebürgert. Das musst du dir wieder abwimmeln. Poliklinik ist doch nicht aus der Welt. Ich kümmere mich um die Adresse, ja? Mein Beileid, Frau Dr. Müller. Mein tief empfundenes Beileid. Danke, Sie wissen schon, ja. Ich komme gerade aus dem Feierabend heim. Wir waren ja gut miteinander bekannt, Frau Hölzchen und ich. Angemeldet bin ich da ja auch. Man wird ja schließlich immer älter und alles wird beschwerlicher. Entschuldigung, ich hab's mal wieder schrecklich auf der Brust. Aber Sie heute um ein Rezept bitten, nein, das möchte ich nicht. Ich habe schon 2 Gartenfreunde, die hier auf Sie warteten, weggeschickt.
Wenn bloß meine Einreibe nicht restlos alle wäre. Ich komme auf die Annonce. Henry Kalkreuth. Du willst wieder Kellner. Und bei mir. Du brauchst doch einen, oder? Ich brauche einen. Aber einen zuverlässigen. Lisbeth, du wirst keinen Grund mehr zur Klage haben. Na, wir hatten doch schöne Jahre zusammen. Lass uns da wieder anknüpfen. Und deine Madame? Die einmalige? Die mit den Glutaugen? Sauerteig, Liesel. War nicht zu verdauen. Für manchen hat ein Mädchen Reiz, doch bleibt die Liebe seinerseits. Fünf schwere verlorene Jahre, das glaubst du denn nicht? Naja, sieh mich an. Sind ja auch nicht spurlos an mir vorübergegangen. Der Mensch wird schließlich mangelhaft. Die Locke wird hinweggerafft. Ja, die habe ich oft vermisst, deine Wilhelm Busch-Zitate. Sind dir da früher mal so an die Nerven gegangen? Henry Kalkreuth. Ach, lass das blöde Henry. Erinnere mich nicht an meinen Reinfall. Bist du etwa wieder verheiratet? Wer einsam ist, der hat es gut. Weil keiner da, der ihm was tut. Ich hatte nur zweimal Untermieter. Kriegen wir unser Bier heute noch? Ach ja, die drei Biere, kommen sofort. Lieferung, Frau Kalkreuth. Ja, Moment, bitte, kommen wir gleich. Na, soll ich meinen Dienst nicht gleich antreten? Beeilung, Manfred. Ach, mit Stress zur Beerdigung, das haben wir gerne. Wenn du auf den letzten Drücker kommst. Es ging nicht früher, Schätzchen, tut mir leid. Ich bin bloß froh, dass die Beerdigung nicht morgen ist, an meinem Geburtstag. Da hätten wir zuerst das Fell versoffen und dann hätten wir auf dich angestoßen. Makabre Bursche. Sauber hingekriegt. Mit Erfolg. Kaputt? Och, das tut mir aber leid. Ich denke, die stoß fest. Wie kommst du denn darauf? Die ist hinüber. Wenn du doch solche Schoten erzählst, komm. Ich habe ja noch die alte. Hast du vielleicht irgendwann mal aufgeräumt in deiner Ordnungsliebe? Wie gehabt? Nein, habe ich nicht. Die Zeit hätte ich gar nicht. Die kann doch nicht verschwunden sein. Wird sie ja auch nicht. Nun komm, Manfred. Einen halben Tag geht's doch mal ohne. Ich verstehe das nicht. Das ist mir klar. Ohne Uhr bin ich nur ein halber Mensch. Komm. Für jeden kommt einmal der Tag, an dem er in die Grube fahren muss. Tröstlich, wenn man am Ende sagen kann, er hat was aus seinem Leben gemacht. Er hat sein Leben angefüllt. Er hat sein Leben... Sein Leben war angefüllt mit Freude für anderen und ebenso für ihn. Ja, so ist es ja. Und das können wir von unserem Ehrenmitglied Johann Gottfried Kurt Treuholz... Danke. ...sagen. Lass mal, Florian. Du schaffst das schon. Ja, ne Trost muss ich spenden, verstehst du? Man spricht ja zu den Lebenden. Das kannst du nicht nehmen mit dem Loch. Da kommt der Kuchenteller drauf. Na geh nur, ich mach das schon. Vergiss bloß nicht, dich umzuziehen. Nicht, dass du die Trauergäste kariert empfängst. Na, ich denke, der Alte war Zirkusklon. Da passt kariert besser als schwarz-weiß. Heinz. Keine Sorge, ich zieh mich noch um. Übrigens, Lisbeth. Was denn? Schön, wieder bei dir zu sein. Hm.
Freundin doch erst einmal richtig begrüßen. Gut sehen Sie aus. Ja, ja, man tut, was man kann. Tag, Captain Hahn. Tag, Herr Schubert. Freue mich, Sie zu sehen. Ganz meinerseits. Wie ich sehe, haben Sie dem ungebändigten Meer den Rücken gekehrt. Die friedliche Elbe hat auch ihre Reize. Ich bin jetzt Schiffsführer bei der Weißen Flotte. Dann sehen wir uns jetzt wieder öfter. Ja, ich glaube, wir müssen uns jetzt hinsetzen, Claudia. Kommen Sie auch rein? Ja, gerne. Eine schöne Rede haben Sie gehalten. Ist es gestattet? Platz reserviert. Schön, dass Sie es eingerichtet haben, Herr Fiedler. Tja, das musste ich doch. Ich hatte es ja dem Opa versprochen. Ja. Eingelebt in Bernau? Ja. Das ist ja auch was anderes in so einem Kreiskulturorchester, nicht? Ja. Frau Kunze nimmt wohl an der Feier nicht teil? Ach, die wird noch kommen. Sie ist nur noch mal zum Grab ihres Mannes ein paar frische Blumen hinbringen. Wer ist denn Fiedlerchen? Einer meiner früheren Untermieter. Mein Großvater war ein fröhlicher Zecher, aber er trank nie gern allein. Er liebte es, einen guten Tropfen mit Freunden zu teilen. Er kann Sie nicht mehr dazu auffordern. Lassen Sie es mich an seiner Stelle tun. Ehre seinem Anliegen. Was sie mit dem Zirkuswagen vorhat. Was wollen Sie denn mit dem Zirkuswagen? Ich möchte ihn haben für Bienen. Sie wollen Bienen züchten? Mitten in der Anlage? Können Sie glatt vergessen. Sowieso nicht genehmigt. Ich darf die Zeit nicht verpassen. Ich muss meinen Betrieb anrufen. Ich habe seine Uhr runtergeworfen. Wenn du morgen Geburtstag hättest und ich, Claudia, würde sicherlich ein super Ersatzstück anräumen. Hm? Sie haben morgen Geburtstag? Leider. Oh, höchste Eisenbahn. Wohin willst du? Hast du vergessen, dass Mutti morgen Geburtstag hat? Nö, wieso? Weil du keine Anstalten machst, ihr ein Geschenk zu besorgen. Manfreds Geld hast du jedenfalls verfressen. Oder willst du Mutti einen Bonbon abgeben? Quatsch, du wirst morgen schon ganz schön dumm gucken, wenn du mein Geschenk siehst. Davon bin ich überzeugt. Schön bist du. So ein hübsches Kerlchen. Stolz wäre Friedhelm auf dich gewesen. Herr Fiedler! Ja, ich. Sie waren nicht auf der Feier und da dachte ich... So, mitten hinein wollte ich nicht. Ist nicht jedermanns Sache. Ich wollte wenigstens noch guten Tag sagen, bevor ich wieder zurückfahre nach Bernau. Ist nett von Ihnen. Ich habe gerade die Muckis gefüttert.
So, die haben Sie noch? Die habe ich noch. Macht zwar viel Arbeit, aber ein bisschen Leben braucht der Mensch um sich. Auch wenn es Kaninchen sind. Schönen Schuss, der Garten. Finden Sie? Hat das Bäumchen denn schon mal getragen? Letztes Jahr, das erste Mal. Das Setzen war einer meiner letzten Tätigkeiten hier. Mhm. Kommen Sie, ich zeige Ihnen die Muckis. Und dann müssen Sie mir etwas von sich erzählen. Sigurd ist tatsächlich auf der Kunstakademie angenommen. Und Holger ist auch in Halle. Auf der ABF macht dort sein Abitur. Danach wird er in Moskau studieren. Tüchtige Kinder haben Sie. Gratuliere. Ja, ich kann zufrieden mit Ihnen sein. Zum Wohl. Und wie geht's Ihnen und Ihrer Frau? Ach, danke, das geht so. Nur verheiratet bin ich nicht. Nein. Das Leben hat seinen Kopf für sich, Frau Kunze. Roswitha und ich, wir sind nicht füreinander geschaffen. Sie ist ein lieber Mensch, ja. Aber sie hatte Ihnen doch die Stellung im Kreiskulturorchester vermittelt. Ja, trotzdem. Mhm. Da war wenig Verständnis von Seiten der Familie und auch von ihr. Das hätte ich nicht gedacht. Wir wohnten über einer Tischlerei, die ihrem Schwager gehörte. Und beim Lärm einer Säge, da kann ich nicht üben. Und üben muss ich. Die Kunst ist ein Drahtseil. Wer nicht täglich übt, stürzt ab. Natürlich müssen Sie üben. Und ob ich üben muss, wo mir die Operettenmelodien, die heiteren Sachen, die wir in der Hauptsache spielen, gar nicht so liegen. Ich weiß. Ich bin kein Genie wie Beethoven, der trotz Taubheit die schönste Musik schrieb. Ich kann mir nicht Oropax in die Ohren stecken, um die Säge nicht zu hören. Ich muss mich kontrollieren können. Oropax? Sie meinten es gut. Sie waren bemüht, mir zu helfen. Wie kann man denn auf so etwas kommen? Die Säge nicht anzuschalten, ging noch weniger. Ich habe mir dann bald ein Zimmer gesucht und bin ausgezogen. Ausgezogen? Ich bin ein mittelmäßiger Musiker, ich weiß. Aber umsatteln und Tischler werden, das war keine Alternative für mich. Das hat man Ihnen zugemutet? Roswitha hätte es gern gesehen. Da wäre ich am Abend immer zu Hause gewesen und hätte auch ein bisschen mehr verdient. Als ob das Geld immer das A und O wäre. Die Arbeit ist es. Und daran keine Freude hat. Ich kann mir sie ohne Geige gar nicht vorstellen. Sie ist nun mal mein Leben. Und warum ist Roswitha nicht mit Ihnen umgezogen? Das ging nicht mehr. Verstehen Sie? Also, einmal. Entschuldigung, Herr Müller. Ich möchte nicht aufdringlich erscheinen, aber... Ja, bitte? Haben Sie über den Zirkuswagen schon disponiert? Den Zirkuswagen? Den habe ich eigentlich den Bekannten versprochen. Sie haben auch Interesse daran? Ich wollte Bienen daran züchten. Aber dafür gibt es doch fertige Bienenwagen. Aber es ist nicht einfach, einen zu kriegen. Und das ist schon perfekt mit Ihrem Kollegen? Meine Frau ist nicht abgeneigt. Dann hätte ich vielleicht noch eine Chance? Aber doch nicht gerade heute. Ja. Meinen Posten hier, den könnte ich wieder haben. Die werden sogar froh, wenn ich wiederkäme, ja. Aha. Aber leider geht es nicht, weil mein Zimmer, das bewohnt hier Herr Kalkreuth. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Auf Wiedersehen, Frau Kunze. Wenn Sie in Bernau nicht glücklich sind, sollten Sie tatsächlich wiederkommen. Für den Übergang könnte ich Sie aufnehmen. Sigrids Zimmer ist so gut wie unbewohnt. Sie kommt kaum noch nach Hause. Wenn das für eine gewisse Zeit möglich wäre? Ja. Vielen Dank, Frau Kunze. Wiedersehen, Herr Fiedler. Ja, wo bleibt denn das Geburtstagskind? Bin schon da. Morgen. Morgen. Herzlichen Glückwunsch.
Ach, werde ich heute verwöhnen. Rosen, habt ihr denn die hier? Moin, moin. Ein Schlafanzug. Naja, ich dachte für draußen. Da kann ich durch den Garten promenieren. Eben. Danke, mein Dicker. Das ist von mir. Parfum? Oh, und so ein gutes. Wie hast du das bezahlen können? Das warst du mir wert, Mutti. Mensch, Junge, dank dir. Der Kasten ist von mir. Den darfst du ganz alleine essen. Tatsächlich? Hm? Na ja, gut. Kosten doch da mal, ja? Das ist von mir. Hm? Ohrringe. Und so schöne. Kannst die gleich anmachen. Naja, am Nachmittag, Lars. Nicht zum Kaffee trinken. Och, Lars, im Dienst sind sie doch zu auffällig. Viel zu schön. Da weiß ja jeder gleich, dass ich Geburtstag habe. Ja? Ich danke euch. Jetzt möchte ich euch aber bitten, Platz zu nehmen. Oh, von Ilona. Ach, jetzt habe ich doch vergessen, meine alte Uhr zu suchen. Warum denn? Na, weil ich eine Uhr brauche, bis meine... Ja, wo habe ich die denn? Ach, hier habe ich sie, ja. Na, bis diese repariert ist. Steck dir doch den Wecker ein. Ja. Gute Idee. Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Wieso? Du lässt deine Tasche offen und legst den Wecker so, dass du ihn sehen kannst. Und am Nachmittag suche ich deine Uhr. Du weißt ja, ich finde immer alles. Ja, das sollte ich fast machen. Tschüss. Tschüss, Brigitte. Tschüss. Du kannst meine Uhr haben, Mann. Danke. Kommt, ihr müsst los. Geburtstag ist keine Entschuldigung für zu spät kommen. Das ist wahr, Mutti. Tschüss. Heute Nachmittag werde ich euch verwöhnen. Ja, tschüss. Ja, gleich. In der Dresden und die Nachrichten. Mensch, Manfred, da braucht man ja einen Kompass. Ich weiß genau, hier war sie drin. Mhm. Wer weiß wann mal. Immer. Ach Mensch, komm, Manfred, ich muss heute früher da sein. Na gut. Jens, so selbstverständlich seine Uhr abnahm und dir gab, hat mich gefreut. War eine schöne Geste. Hoffentlich steckt kein anderer Grund dahinter. Wie meinst du das? Tja, wenn ich so an das teure Parfum denke, wo hat der Junge das viele Geld her? Du denkst denn etwa, Jens hat die Uhr genommen und sie irgendwo verkauft? Wäre das so ausgeschlossen? Ja, natürlich, meine Kinder stehlen nicht, das haben sie noch nie gemacht. Wer spricht denn von Stehlen? Innerhalb der Familie gibt's keinen Diebstahl. Da staubt man ab. Na, das ist ja eine kalte Dusche, du. Noch nicht mal richtig gesucht und so ein Verdacht. Na, schönen Dank auch. Fertig? Jetzt. Kannst kommen. Da, 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 da. Oh. So viel, seid ihr verrückt, wie könnt ihr nur. Jetzt sind wir auch alle am Bettelstab. Ein Glück, dass wir wieder arbeiten müssen, dass neues Geld in die Kasse kommt. Euch danke euch. Den Weimar Samstag gleich einem Garten, ja? Ja, so war das eigentlich gedacht. Danke. Was ist denn das für ein irrer Duft? Von Manfred? Nee, von Jens. Oh. Gut. Moment, ich komme. Also, da steht nur groß und breit draußen dran, die Schwester kommt heraus. Na, für manche scheint das nicht zu gelten. Claudia, für dich. Tim, haben Sie geklopft? Ja, ich. Sie werden mir noch die Patienten verderben. Meinen herzlichsten Glückwunsch zum Geburtstag, Schwester Claudia. Nicht so laut, das muss doch nicht jeder wissen. Sie sind mir vielleicht einer. Bestellt sind Sie auch erst morgen. Der eine Tag macht den Kur ja auch nicht. Im nächsten Jahr bestelle ich Sie gleich an meinem Geburtstag. Sie vergessen den Tag ja sowieso nicht. Nur den Vorschlag wollte ich Ihnen auch gerade machen. Hier, Claudia, wurde soeben für dich abgegeben. Dankeschön, bitte. Von Harry. Harry Hahn. Na, das habe ich auch nicht anders erwartet. Aber dann wollen wir mal. Kannst du mal Frau Wendorf reinrufen? Frau Wendorf, bitte. Schade, dass Ilona nicht kommen konnte. Ja, das ist nun mal so, wenn man auswärts lernt. Dann kommt doch am Wochenende, wenn wir die Grillparty starten. Na, hoffentlich schneit's an diesem Tag nicht. Dann mummeln wir uns warm ein und grillen trotzdem. Apfelkuchen oder Quarktorte? Bin schon so alt. Und ein Stückchen heute nur? Ach komm, das Kleine, hm? Nein,
Was ist denn los mit dir heute? Bist du noch nicht krank? Lars ist traurig, weil du deine Ohrringe noch nicht trägst. Ach, das habe ich ganz vergessen. Ich hab's ja versprochen. Hast dir recht. Warte, ich hole sie dir. Beate aus meiner Klasse hat fast die gleichen. 1A-Tünf, dein Geburtstagsgeschenk. Mensch, das ist Gold. Von Gold haben die bloß die Farbe geliehen. Du bist wirklich reizend, Jens. Ich finde sie trotzdem fetzig. Ich würde sie gern mal tragen. Na, zu dir passen sie auch. Wieso? Ich bin ja wohl zu alt dafür. Das werden wir gleich mal sehen. Na? Schau. Wenn ich mir dazu noch Kerzenlicht vorstelle. Hast du gut ausgesucht, mein Kleiner. Geschenke müssen ja nicht immer teuer sein, um Freude zu machen. Na, zufrieden, Lars? Darf ich sie mal zur nächsten Schuldisco tragen? Nein, darfst du nicht. Hast du doch nicht mehr zu bestimmen, sondern Mutti. Ach, das sollte Herr Birgit aber mal gestatten, Lars. Ich suche auch Manfreds Ohr. Ach, lass das doch heute. Wir wollen lieber zusammen Rommi spielen. Bring mir aber nicht die ganzen Papiere durcheinander. Manfred braucht doch die alte Klapper gar nicht. Er hat doch meine. Hier ist die Garantieurkunde vom Kühlschrank. Habt ihr die nicht neulich gesucht? Ach nee, hast du sie also doch gehabt. Die gilt ja noch. Und wir haben die Reparatur bezahlt. 40 Mark zum Fenster rausgeworfen. Die muss ich verklemmt haben. Gesucht habe ich jedenfalls in der Schublade. Und da ist unser Papierkram drin, nichts weiter. Papierkram. Menschenskind Manfred, ein bisschen mehr Ordnung spart Geld und Ärger. In diesem Wust konntest du ja den Schein nicht finden. Siehst du, das hat dein Suchen nun eingebracht. Konnte ich doch nicht wissen. Die 40 Mark hätte ich gut gebrauchen können. Ist nun mal passiert. Na und? Na und? Liederlichkeit wirkt ansteckend mehr als Ordnung. Wir sind eine große Familie in einer kleinen Wohnung. Wir müssen Ordnung halten. Ich weiß bei mir recht gut Bescheid und darauf kommt es an. Ja, das sieht man an der Uhr. Aber es ist ja viel einfacher, Jens zu verdächtigen, als die Schuld bei sich zu suchen. Ich weiß genau, wo meine Uhr lag. Dann würde sie ja noch dort liegen, oder? Mensch, geh, wenn du musst. Komm, wir waschen ab. Entschuldige, ich hatte vergessen, dass ich der Trottel der Familie bin. Und deine Kinder reine Engel. Zwischen Engel und Dieben gibt's noch etliche Varianten. Ich habe ganz normale Kinder, aber immerhin ehrliche. Ich sag's ja, der Einzige, der hier schief liegt, bin ich. Ach komm, lass doch bitte diesen Sarkasmus. Verklemmt kann sich die Uhr ja nun nicht haben. Und wenn plötzlich so teure Geschenke anrollen? Meine Uhr. Gib mir meine Uhr wieder. Jens, das hat doch Manfred nicht so gemeint. Meine Uhr. Sieh mal, Jens, ich hätte ja nichts dagegen. Ich könnte es ja vielleicht sogar verstehen. Jens, bleib doch hier. Verdirb mir nicht den Geburtstag, hm? Komm. Was ist denn los mit dir, mein Kleiner? Du wirst mir doch nicht krank werden. Nö, heiß bist du nicht. Bist doch sonst nicht so appetitlos und weinerlich. Weil du im Rommi verloren hast? Wollte ja gar nicht gewinnen. Aha. Und? Was drückt dich dann? Na los, raus mit der Sprache. Wirst sehen, dann ist dir leichter. Sind die Ohrringe wirklich nicht aus Gold? Lars. Natürlich nicht. Gold ist heutzutage so teuer, dass ich sogar Manfred zum Kauf selber legen würde. Mensch. Das ist doch kein Unglück, Lars. Ist doch schön, dass es dafür Ersatz gibt. Dann meinst du vielleicht, es kommt einer und sagt, gestatten Sie, dürfte ich mal den Goldstempel sehen? Der Stempel ist das Einzige, woran man erkennt, ob es Gold ist oder nicht. Und der ist so winzig klein. Deswegen gefallen mir die Ohrringe trotzdem. Doch den Stempel ist gepfiffen. Ist wieder gut. Lass den Schlaf schön. Mutti, Jens hat die Uhr nicht genommen. Er war immer ganz lange Altstoff sammeln. Schön, dass du mir das sagst. Die dumme Uhr wird sich schon wieder einfinden. Ältere Leute, wie Manfred und ich, die wissen oft nicht, wo sie was hingekramt haben. Da gibt's schon so kleine Lücken im Gedächtnis, weißt du? Schlaf schön. Schön kannst du spielen. Ach,
Es geht so. Und warum sitzt du dazu auf dem Dach? Warum soll ich nicht? Von mir aus. Sieht fetzig aus. Na, und die Töne haben freie Bahn. Soll ich dir noch was vorspielen? Aber bloß was Kurzes. Ich muss unsere Laube nämlich noch auf den Kopf stellen. Muss noch was suchen. Was musst du suchen? Ach, bloß eine Uhr. Ich komme erst mal mit und übe nachher weiter. Ich will dich nämlich noch was fragen. Was willst du mich denn fragen? Ach, bloß. Willst du mit mir gehen? Wie konntest du diesem Neuhaupt bloß den Zirkuswagen versprechen? Er ist immerhin mein Chef. Ist ja gar nicht so schlecht, wenn ich mir den ein bisschen verpflichte. Die haben doch schon eine Datsche, denke ich. Er will ihn ja auch für seinen 15-jährigen Sohn. Oh. Der ihm mit seiner lauten Musik auf den Wecker fällt. Er braucht Ruhe. Einem nützlichen Zweck soll ich den Wagen zuführen, hat Opa bestimmt. Einem... Was Besonderes sollte auf sein. Auf alle Fälle soll er kein Abstellschuppen werden. Und das wird er bestimmt nicht. Bienen sind was Besonderes. Da müsste der Wagen umgebaut werden und er kennt sie nicht wieder. Nee, Kinder müssen rein. Opa hat immer ein Herz für Kinder. Für Tiere auch. Leute, die schon so viel haben, müssen nicht noch mehr dazu kriegen. Eine Hand wäscht die andere, das ist nun mal so. Der alte Liebscher hört auf. Ich könnte aufrücken. Neuhaupt würde sich für mich einsetzen. Hast du doch gar nicht nötig, schaffst du doch auch so, auch ohne Protektion. Es gibt andere Leute von meiner Qualität, jüngere. Nee, so ist das nicht, dass ich der Einzige bin. Wenn ich ihn mit meiner plötzlichen Absage verärgere, findet sich schon ein Grund, dass ein anderer vorgezogen werden müsste. Immer alles auf die gleiche Tour, ich find's zum Kotzen. Ich mach da nicht mit. Den Wagen kriegt König, der muss ihn kriegen, schon um deinetwillen kommen. Was willst du denn? Ich muss dich sprechen, ganz dringend. Aber kurz. Na und, was gibt's denn? Hier, gib mir die Uhr zurück. Spielst du? Du hast mich betrogen. Die Ohrringe sind viel weniger wert als die Uhr. Quatsch, neue Ohrringe und eine alte, verschrammte Uhr. Ich muss sie aber wieder haben. Getauscht ist getauscht. Hau ab, Mensch. Du Mistkerl, du bist nicht mehr mein Freund. Hast du einen Vogel, Mensch? Wollt ihr wohl sofort aufhören? Schämt ihr euch nicht, euch so zu prügeln? Tja, na warte, ich sag deinem Vater Bescheid. Du bist der Mistkerl, du! Und nun hau ab, kannst es ja doch nicht mit mir aufnehmen. Erst wenn ich die Uhr hab. Jörn, was ist denn los? Was ist denn los? Er hat angefangen. Er will mir die Uhr nicht zurückgeben. Moment. Du hast eine Uhr von ihm. Wir haben getauscht. Er hat dafür die Ohrringe. Stimmt das? Und warum willst du den Tausch rückgängig machen? Weil ich wusste doch nicht, dass mein Vater die Uhr noch braucht. Aha. Und nun will dir dein Vater den Hosenboden straff ziehen. Nee, er sucht sie bloß. Mhm. Wie Jörns Schwester ihre Ohrringe. Für wen wolltest du denn die Ohrringe haben? Für meine Mutter. Für die Mutter. Tja, ihr zwei Helden. Tauschen kann man nur Dinge, die einem gehören. Sonst kommt man in Teufels Küche, hm? Na los. Geh und hol die Uhr, damit sein Vater nicht länger warten muss. Na, worauf wartest du? Ich hab die Uhr nicht mehr. Die hat jetzt Frank Bayer. Ach, weitergetauscht. Na, nun weine mal nicht, mein Junge, hm? Jörn wird versuchen, auch den Tausch rückgängig zu machen. Hm? Musst halt noch einen Tag warten. Aber schenk deinem Vater reinen Wein ein. Eine Sache suchen und nicht finden, wo man genau weiß, dass sie da sein muss, geht ganz schön auf die Nerven. Ich krieg den Wagen, Erika. Hast du gehört? Ich kann dir den Zirkuswagen holen. Sein. Fluchter Mist. Ein Unglück kommt selten allein. Hast du dich verletzt? Na ja. Soll man nicht verrückt werden bei so viel Kurzsichtigkeit? Bienen neben kleinen Kindern.
Aber bloß nicht nachdenken! Geh doch gleich mal zur Dr. Müller. Sie ist im Garten, ich habe sie gesehen. Ja, hätte ich bloß kein Wort von dem Zirkuswagen verloren. Eine Menge totes Holz. Viel erfroren diesen Winter. Es treibt genug wieder aus. Naja, der Fall ist ja nur wohl gelaufen. Ist er. Und damit Schluss der Debatte. Du hast voreilig gehandelt, musstest leider enttäuschen. Naja, du entscheidest über den Wagen. Aber den Widerspruch zwischen Ideal und Wirklichkeit, da neigst du sehr... Zum Ideellen. Ja. Guten Tag, Frau Doktor. Entschuldigung. Ach, Herr Honig. Kommen Sie rein, die Gartenpforte ist offen. Was ist passiert? Malheur gehabt, ja? So ist es. Gerissen an einem rostigen Nagel, wenn Sie sich mal die Bescherung ansehen würden. Muss ich ja wohl. Muss ich mal rein. Sind Sie gegen Tetanus geimpft? Ja, ruhig, ja. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Wie werden Sie es denn mit dem Zirkuswagen halten? Dass dieses Erbe so viele Probleme mit sich bringt, hätte ich mir nicht träumen lassen. Ja, das tut mir leid, aber ich muss hier mal meine berechtigten Vatersorgen unterbringen. Ja, ja, ja. Wissen Sie was, Herr Honig? Wenden Sie sich doch an den Vorstand. Soll der doch entscheiden. Ja, das ist ein Wort. Das ist der richtige Weg, Frau Doktor. Und nochmals recht herzlichen Dank auch für das Wiedersehen. Bitte, bitte. Wiedersehen. In der Laube ist deine Uhr nicht, Manfred. Natürlich nicht. Weißt du, was ich mir zum Geburtstag wünsche, Mutti? Ja. Eine Geige. Geige? Staune ich aber. Weißt du, wie schön Geige klingt? Besonders, wenn sie Robert spielt. Robert? Ihr neuer Freund. Was dagegen? Von mir aus. Nun ja, einen Anstoß braucht schließlich jeder Mensch. Warum soll er nicht Robert heißen? Ich krieg eine. Oh, Moment, Moment. Dann wollen wir erst mal sehen, ob deine Begeisterung anhält und ob du überhaupt begabt bist. Danach können wir gerne darüber reden. Oh, das wird Lars sein. Mach mal weiter, ja? Hm? Mach auf. Wie siehst du denn aus? Bist du hingefallen? Na, ist ja nur alles dran. Die Anfangsstunde will mir Robert auf seiner Geige schon mal beibringen. Na, hoffentlich spricht er dann noch mit dir. Mit Mann. Abendbrot schon in Sicht? Ein Weilchen dauert's noch. Bist du mit Nico fertig? Dann häng den Käfig wieder an seinen Platz. Jens! Ja, gleich. Tja, ich gehe dann mal ein bisschen an die Luft. Tu das. Du gehst fort? Ich gehe spazieren. Kann ich mitkommen? Natürlich. Manfred tut mir richtig leid. Ach, gestern ich und heute Manfred? Ja, heute Manfred, weil keiner richtig mit ihm spricht. Vielleicht hat Manfred doch recht. Das nimmst du zurück, nicht sofort. Doch, Jens, nicht doch. Und du entschuldige dich, ja? Ich weiß, dass Jens die Uhr nicht genommen hat. Wenn der mich immer ärgert, ich nehm's zurück, entschuldige. Manfred? Die Spatzen dort, die haben Hunger. Und jeder sieht zu, dass er den besten Happen erwischt. Schade, dass wir kein Brot mit haben, was? Manfred? Na? Was auf dem Herzen? War deine Uhr teuer? Wasser ist teuer. Für manchen ist sie Plunder und für manchen ist sie teuer. Kommt auf den Geldbeutel an. Und für dich? Für mich? Für mich sind 85 Mark eine Menge Geld. 85 Mark? Mhm. Und trotzdem lag sie 2 Jahre unbeachtet im Schubfach, weil Mutti mir eine neue gekauft hatte. Na? Jens hat die Uhr nicht genommen, Manfred. Das glaube ich auch. Aber wo kann ich die bloß haben? Ich dachte, sie ist Schrott.
du hast? Schrott. Schrott pflegt im Allgemeinen nicht zu ticken. Wozu hast du denn die Uhr gebraucht? Für die Ohrringe. Für die Ohrringe? Für diesen billigen Plunder hast du die Uhr? Du kriegst die Uhr wieder, Manfred. Ich tausche sie morgen zurück. Also auf dich wäre ich nie gekommen. Armer Jens. Hätte ich doch bloß die Klappe gehalten. Besser zwei Schuldige kommen ungeschoren davon, als ein Unschuldiger wird verurteilt. So heißt es doch. Ich habe nur die gleich gesagt, denn es Jens nicht war. Ach, was du gleich nennst, war eine ganze Weile zu spät. Na komm, wird kalt. Manfred? Was gibt's denn noch? Kannst du die Uhr nicht irgendwo finden? Ach, es soll unter uns bleiben. So hast du dir das vorgestellt. Mehr Angst vor Mutti als vor mir? Aber? Mutti wäre traurig. Meine sogenannte Unordnung soll also herhalten. Mutti wird bestimmt lachen, wenn du die Uhr wiederfindest. Ja, mich auslachen. Nein, geht nicht. Die Ohrringe werden plötzlich weg sein. Wir können Mutti doch heimlich neue kaufen. So, wir. Ich arbeite dafür. Ganz lange mit dir im Garten. Ach, arbeiten willst du für die Neuen? Bestimmt. Tja, das wird auffallen, wenn du plötzlich fleißig wirst. Bitte, Manfred. Ja. Jungchen, Jungchen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ja? Wir sollten uns das noch mal überlegen. Jens, warte mal einen Augenblick. Jens, ich muss mich bei dir entschuldigen. Ich weiß jetzt, wo die Uhr ist. Na komm, sei mir nicht mehr böse. Hm? Okay. Der Himmel meint es gut mit uns. Die Grillparty kann steigen. Hoffentlich kommt zwischen euch nicht wieder Gewitterstimmung auf. Hm. Ach, zwischen Manfred und Jens ist alles wieder in Ordnung. Ja? Na, man soll die Empfindlichkeit auch nicht übertreiben, was? Mein Bus, tschüss, bis nach. Tschüss, was? Frau Schubert. Ja? Ah, Jens Vater. Guten Tag. Habe ich Sie gerade noch erwischt? Dachte, sagst gleich mal in der Poliklinik Bescheid. Ist ja kein Umweg weiter für mich. Ja? Das hat geklappt mit dem Rücktausch. Lars kann die Uhr zurückhaben. Er kann beruhigt kommen. Ach, darum geht's. Ach, Sie wissen noch gar nichts? Doch, natürlich. Das ist vielleicht ein Brezel. Na, meiner nicht minder. Was Kindern manchmal so in den Sinn kommt, da kann man predigen und predigen. Aber vielleicht waren wir auch nicht anders. Haben's nur vergessen. Sicher. Bloß gut, dass es nicht so geklappt hat, wie Sie sich's gedacht hatten. Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Meinen herzlichen Glückwunsch. Noch nachträglich zum Geburtstag. Gesundheit und viel Freude in Beruf und Familie. Oh, danke, Frau Kunze. Guten Tag, Frau Kunze. Tag, Ilona. Kommt Holger dieses Wochenende? Nein, der Junge muss ja so viel büffeln. Und hier hat er zu viel Ablenkung. Schade. Wir feiern heute Abend noch ein bisschen. Darf ich Sie einladen? Gerne, aber ich bekomme Besuch. Herrn Fiedler. Herr Fiedler kommt. Schön. Was meinen Sie, Frau Schubert? Herr Fiedler möchte wieder zurückkommen. Er hängt so sehr an Dresden. Ob ich es wagen kann, ihn vorübergehend bei mir wohnen zu lassen? Tja, warum denn nicht? Sie kennen doch die Leute. In der Anlage bleibt nichts verborgen. Ich möchte nicht gerne ins Gerede kommen. Gott, die Leute reden, die hören auch wieder auf. Ich hätte da absolut keine Bedenken, Frau Kunze. Immerhin bin ich ja schon seit 2 Jahren Witwe. Mein Haus ist zwar nicht groß, aber wenn man allein ist. Ich komme mir so oft verloren daran vor. Das verstehe ich. Ist doch schön, dass Herr Fiedler von Dresden nicht loskommt. Waren wir fleißig? Ja, Mutti, einfach toll. Ein jeder möglichst laut verkündet, dass er allein
im Recht sich findet. Ja, was ein richtiger Vorstand ist, der kommt schon mal ins Streiten. Und gleich wirst du deine Neugier befriedigen können. Komm, ja? Vergiss die Cola für Frau Hahn nicht. Eine kleine Abkühlung gefällig. Das Holzchen hat was gegen Bienen. Ich habe nichts gegen Bienen, ich habe etwas gegen Bienen neben meinem Grundstück. Kinder, Kinder, das lässt sich doch alles klären. Der Meinung bin ich auch. Es gibt für alles Richtlinien. Richtlinien? Alles ist doch klar. Euch geht's doch in der Hauptsache darum, Punkte für eure Scheißanerkennung zu kriegen. Also mehr Sachlichkeit, wenn ich bitten darf. Dein Anliegen wird berücksichtigt, unterstelle uns nichts. Deine Meinung? Kollege Winter? Ein paar Bienenvölker in unserer Anlage wären sehr begrüßenswert. Schon wegen der Bestäubung der Bäume. Und es gibt weit und breit keine Bienenhaltung. Aber die Örtlichkeit für diese Völkchen muss doch gegeben sein. Wir werden eine Möglichkeit finden. Ne? Vielleicht könnte der Wagen außerhalb der Gartenanlage aufgestellt werden. Er bleibt sowieso nur während der Obstblüte im Garten. Er kommt nicht in den Garten. Schluss der Debatte! Wir werden den Obmann der Imkersparte zu einer Ortsbesichtigung einladen und der wird entscheiden. Alles klar? Kommen wir zum nächsten Punkt. Fiedlerchen, was ist denn nun kaputt? Wenn ich um ein Bier bitten dürfte? Da bin ich wieder. Was heißt denn wieder? Hast du dem Kreiskulturorchester den Rücken gekehrt? Ich fange hier wieder an. Jedes Ding hat zwei Seiten, Tante Kalkreuth. Was nutzt mir das schönste Kreiskulturorchester, wenn die Harmonie fehlt? Naja, Bernau ist nichts für dich. Das wusste ich vorher. Jede Stadt hat ihr Fluidum, aber Dresden bleibt Dresden. Es ist im Leben gar zu schön, wenn sich zwei Freunde wiedersehen. No. No. Und wo wirst du wohnen? Bei Frau Kunze. Vorerst. Das sieht ja nach Umzug aus. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Tag, Ilona, mein Mädchen. Tag, Manfred. Na, zufrieden mit unserer Arbeit? Kann ich dir erst nach der Ernte sagen. Oh, und die wird gut. Wenn der Sommer hält, was der Frühling verspricht. Wenn das berühmte Wenn nicht wäre. Ja, schöne Frau. Zufrieden mit der Fleischlieferung? Sehr, junger Mann. Na, wie war die Sitzung? Ach, bewegt, äußerst bewegt. Der Zirkuswagen erregt die Gemüter. Robert Treuhals käme nicht raus aus dem Kopfschütteln. Riechen hier so gut. Gibt's denn heute? Angesichts der Schlemmerei am Abend nur eine Kartoffelsuppe. Mensch, Ilona, du bist ja schon da. Was dachtest du denn? In dieser Jahreszeit sind die Züge meist pünktlich. Wo warst du denn so lange? Ich war in der Schule. Ach, und jetzt hast du getrödelt und nun lässt du die Suppe kalt werden. Eigentlich sollte man noch den Spruch verfahren, wenn ich da saß, der nicht mit aß. Würdest du ja doch nicht tun, Mutti. Soll ich schon immer abräumen? Hm. Du willst wohl zu Robert in die Geheimnisse des Geigenspiels eindringen. Tue ich heute doch noch nicht. Schon Bedenken? Nein, weil Ilona da ist. Wie bin ich doch heute gefragt? Noch ein Schlag, Lars? Alles in Ordnung mit dir? Na, das freut mich doch. Die Katze spannt nach dem Vogel. Ja, da ist sie ja wieder. Ich hab schon gedacht, das hat nicht geklappt. Wann wirst du es Mutti sagen? Mutti? Das war eben die Gelegenheit. Manfred, mach du's. Ganz schöne Angst, was? Dieser kleine Gangster. Gangster, übertreib nicht so.
Mensch, jeder macht mal eine Dummheit. Dann muss er sie auch bekennen. Aber nein, lügt mir ins Gesicht, alles sei in Ordnung. Er hat doch nur Angst. Quatsch, Angst. Dich zu enttäuschen. Meinst du? Was soll ich in deiner Meinung nach machen? Gar nichts. Er wird versuchen, mit Manfred klarzukommen. Mit Manfred? Wie das aussehen soll, kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ratet mal, was ich gefunden habe. Dieses kleine Luderchen. Wo denn? Die hing im Schuppen. Am Haken. Ist was? Oh nein. So geht das nicht, Lars. Erst die Uhr eintauschen, sie dann noch verstecken. So kannst du mit Manfred nie umspringen. Siehst du, jetzt haben wir den Salat. Mutter bleibt nichts verborgen. Ach so, das ist ein Komplott? Du wusstest davon? Wurde unlängst ins Vertrauen gezogen und um Hilfe gebeten. Und das hast du mitgemacht? War wohl falsch, wie? Natürlich war das falsch. Das kann das kleine Gewissen gar nicht durchhalten. Naja, Kindererziehung ist eben... Und sehr traurig, Lars. Siehst du, und das gerade wollten wir vermeiden. Mutti, ich mach's nicht wieder. Und meine Ohrringe sind nun futsch. Du kriegst neue, ich arbeite für meinen Freund. Habt ihr noch was? Heute schließlich Rumpelaktion. Nein, nein, Jens, du nicht. Lars geht heute. Ja. Na, dann mach mal, du Held. Mein Vater holt den Zirkuswagen. Kommt ihr mit? Wollen wir? Na klar. Mutti, darf ich auch? Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, Lars. Na, lass schon raus, was du noch sagen willst. Schimpf ordentlich mit deinem fünften Kind. Das hätte ja immerhin sein können, nicht? Bei deiner Ordnungsliebe. Entschuldige, mein Dicker. Dass man auch so leicht die Beherrschung verliert. War zwar nicht richtig dein Komplott mit Lars, aber lieb warst du. Also dann, der erste Honig ist für Sie. Komm. Nun kriegt der Zirkuswagen einen neuen Besitzer. Ja, ja, so hat alles mal ein Ende. Einen schönen Tag wünsche ich. Tag. Er wird bevölkert. Ich glaube, Opa Treuholz wäre mit meiner Wahl zufrieden gewesen. Na komm, Claudia wartet. Ach, ich sehe schon, heute haben Sie keine Zeit für ein Rezept. Rezepte nur noch in der Poliklinik, Frau Menge. Im Garten ist meine Frau höchstens für erste Hilfe zuständig. Für kleine Unfälle und so. Ja, kann man nichts machen.
geschafft. Mann, bin ich froh. Und die Möhren? Keine Lust mehr. Keine Lust. Nach Lust geht's nicht. Na, mach mal, mach mal. Kriegst auch einen Zuschlag zum Taschengeld, hm? Da kannst du die Möhren auch kaufen. Komm, ich mach mit. 1, 2 fix und wir sind fertig. Moment mal, Jens. Nicht einfach nach Schnauze. Ich hol die Richtschnur. Geht auch mit dem Spatenstiel. Die wollen ja nicht zur Armee. So, ich setz Teewasser auf. Und du hilfst Birgit, kleines Faultier. Komm. Wo ist denn wieder die Richtschnur? Also nie liegen die Dinge da, wo sie hingehören. Ist es denn so schwer, ein bisschen Ordnung zu halten? Lass es doch nicht immer fallen, wenn es nicht mehr braucht. Es hat doch alles... Alles seinen Platz. Genau. Meine tägliche Rede, Manfred. Ja, ja. Ja, ja, ich weiß. Das geht auch auf mich. Ich suche es nicht. Nicht zu dicht, Jens. Und nicht zu tief. Möhren brauchen... Fingerspitzengefühl. Ich weiß. Naja, wenn ihr alles schon wisst. Na, Ilona ist uns damit schon auf den Wecker gefallen. Gefunden. Steck dir in deiner dicken Jacke, Manfred, mit einer leeren Erbsentüte. Ah, ja. Die Palerbs. Dabei hat alles seinen Platz. Der Kuchen schmeckt aber gut. Das macht die Bewegung und die frische Luft. Wie viel kriege ich denn nun zusätzlich, Manfred? 2 Mark. Und auch nur, weil Mutti Geburtstag hat. Mehr nicht? 2 Mark für jeden? Sind 6 Mark für mich? Ich verzichte. Bitte? Keinem wird Geld aufgezwungen. Na, da ist ja das halbe Geschenk von dir. Außerdem gehört der Garten allen und da müssen alle arbeiten. Bravo, Jens. Ich nehme es. Ich auch. Kannst du mir vielleicht die 2 Mark von Jens mitgeben? Nee, so nicht. Was wünschst du dir denn eigentlich, Mutti? Oh, irgendwas Hübsches. Etwas, woran ich Freude habe. Aber keine Wickelschürze. Und keinen Kochtopf. Nicht unbedingt. Na, etwas wird euch schon einfallen. Und Frau Dr. Müller kommt. Claudia? Was ist denn passiert? Mein Großvater, Opa Treuholz, ist gestorben. Weißt du noch, wie ich zum ersten Mal hierher kam, wir den Zirkuswagen entdeckten? Tja, plötzlich hattest du einen Großvater. Gestern war ich noch bei ihm. Er freute sich auf die warme Jahreszeit. Seinen Garten, den Zirkuswagen, sein Sommerquartier. Und nun hat er sich plötzlich davon gemacht. Einfach so. Weißt du, er hatte ein schönes, erfülltes Leben. Und der Tod ist auch sanft mit ihm umgegangen. Nur so unangemeldet. Gestern war er noch gesund und munter. Ja, du kannst das Ende nicht aussuchen. Wenn du meine Hilfe brauchst. Ja, ja. Die Adresse von dem Fiedler brauche ich. Er hatte ihm versprochen, bei seiner Beerdigung zu spielen. Tante Kalkraut hat die Adresse, ich besorge sie dir. Danke. Und seinen Zirkuswagen hat er mir ins Herz gelegt. Ich soll ihm einem nützlichen Zweck zuführen. Etwas Besonderes soll da rein. Auch heute bleibt mir die Sondersprechstunde nicht erspart. Da hat sich ja was eingebürgert. Das musst du dir wieder abwimmeln. Poliklinik ist doch nicht aus der Welt. Ich kümmere mich um die Adresse hier. Mein Beileid, Frau Dr. Müller. Mein tief empfundenes Beileid. Danke, Sie wissen schon, ja. Ich komme gerade aus dem Feierabend heim. Wir waren ja gut miteinander bekannt, Treuholzchen und ich. Angemeldet bin ich da ja auch. Man wird ja schließlich immer älter und alles wird beschwerlicher. Entschuldigung, ich habe es mal wieder schrecklich auf der Brust. Aber Sie heute um ein Rezept bitten, nein, das möchte ich nicht. Ich habe schon 2 Gartenfreunde, die hier auf Sie warteten, weggeschickt.
wenn bloß meine Einreibe nicht resten.